Servus Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Syrakus und wir spielen Crusader Kings 3. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, uns aus der Finanzmisere zu befreien. Und zwar gelang dies natürlich mit der Hilfe unseres christlichen Oberhauptes. So wie wir es angestrebt und geplant haben, konnten wir nach einer gewissen Zeit ihn davon überzeugen, dass wir doch vielleicht mit einem Steuererlass gesegnet sein dürften, da wir uns hervorragend gegen diese heidnischen Barbaren aus dem Norden erwehren und dafür sorgen, dass das christliche Volk Vertrauen in seinen Glauben schenken kann. Wir haben einige Ländereien wieder neu vergeben und umsortiert und wieder für ein bisschen Ordnung im Reich gesorgt, sodass auf die Jahre dieser Neuordnung und der wirtschaftlichen Genesung jetzt wieder mehr agiert werden kann. Und unter anderem haben wir es ja gesehen, und ich finde das einfach erstaunlich, wenn man immer wieder sich vor Augen führt, wie diese kleinen Kinder dann irgendwann zu diesen großen Charakteren werden hier. Irgendwann stand auch er mal so ähnlich mit diesem gleichen Haarschnitt wie hier unser Zweitgeborener. Ganz klein hier noch an unserer Seite am Anfang. Mittlerweile ist es ein echt schlaksiger, großer Jüngling geworden. Dieser doch eher feige gewordene König aus Aquitanien, der ja auch unserer Dynastie angehört. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch mit dem erleben werden, mit dem König Gauchiach von Aquitanien. Wir schauen auf jeden Fall jetzt mal, dass wir ein bisschen flotter das Spielgeschehen wieder vorantreiben. Die letzten zwei Folgen mussten wir ja vieles erstmal organisieren und auf verschiedenste Situationen reagieren. Und Titel können geschaffen werden, eine ganze Menge. Aber ich glaube, das ist im Moment jetzt erstmal von geringerem Interesse. Wir gucken mal, wie ist denn eigentlich so die Verfassung der Bevölkerung derzeit. Scheinbar eigentlich ganz gut. Die Volksmeinung ist jetzt hier auf Null. Bedeutet aber auch, dass sie keine Probleme wegen Angriffskriegen haben mit uns. Denn ich glaube, es ist bald doch mal wieder an der Zeit, jetzt wo wir finanziell abgesicherter dastehen, mal wieder die Nordmannen von diesem eroberten Gebieten zurückzudrängen. Und ich glaube, der Nächste, der da dran glauben muss, könnte sowohl Jarl Ingolf sein, dem wir dann versuchen könnten, Brabant abzunehmen. Ich habe auch geguckt, Oberlothringen wäre natürlich auch ein Ziel. Allerdings ist es in drei Herzogtümer aufgesplittet. Wir können es nicht als Ganzes erobern, außer als Königreich Oberlothringen, beziehungsweise Königreich Lothringen. Dafür haben wir aber noch nicht genügend Frömmigkeit. Unsere Hingabestufe, die muss noch Tugendheld erreichen. Das dauert noch ein wenig, aber ich denke, das werden wir auch noch im Laufe der Zeit schaffen, damit wir hier mit einem Schlag das ganze Gebiet kriegen und nicht drei Kleinkriege führen müssen, um es uns mühsam zu erobern. Aber hier, Montague, das könnten wir uns sicherlich dann von ihm schon mal holen. Und vielleicht könnten wir es dann sogar einfach unserem treuen Erzmarschall Graf Philipp von Nantes überreichen. Der hat ja mittlerweile auch hier seinen zweiten Sohn schon begrüßen dürfen, Adelbert. Ah, schön, dass er sein Leben hier auch so gut situiert hat. Ja gut, also, wie gesagt, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir sehen hier oben, der Krieg für den König Rudolf läuft nicht gut. Torbjörn wird es schaffen, mal wieder Fuß zu fassen auf französischem Gebiet, aber dann werden wir ihn stellen zu der gegebenen Zeit und uns das Gebiet auf diese Weise einverleiben. Ja, und dann vielleicht auch zu Karl, unserem Cousin und Ratsverwalter, dann überantworten. Vielleicht erholt er sich auch selber. Wäre ich mal gespannt. Vielleicht agiert er hier auch ein bisschen in Eigenregie. So, Zeit läuft. Aber nichts anderes gab es jetzt erstmal noch zu erledigen. Und wir werden hier direkt agieren. Krieg erklären. Sehr schön. So. Unsere Truppen heben wir dann hier in Lüttich aus.
Die teilen sich scheinbar hier in zwei Hauptarmeen auf. Ist okay. Sehr schön. Hier können wir sie schon direkt versuchen abzufangen. Dann ziehen wir mit denen noch hinterher. Ah, okay, da hat er sich gesplittet. Kommt auch noch eine Armee. Ah, da hat direkt seine Geschwister hier scheinbar mit in den Krieg gerufen. Werden wir versuchen, hier und hier die Geschwister abzufangen. Okay, das wird gelingen. Hier kriegen wir schon mal eine kleine Armee gleich aufgerieben. Ihn drängen wir immer noch weiter zurück. Jawohl. So kommt es hier zu den ersten Gefechten. Perfekt. So können wir die kleinen Armeen jeweils getrennt voneinander auseinandernehmen. Plenarversammlung ist entwickelt worden. Wunderbar. Das ist eine ganz wichtige Sache jetzt gewesen. Durch die Plenarversammlung können wir unsere Lehnsautorität erhöhen. Etwas, was wir echt dringend auch mal machen sollten, denn wir haben eben schon so Situationen gehabt, in denen es uns echt gestört hat, dass wir hier nicht agieren konnten. Graf Gerard beispielsweise hat Montagis unseren Bruder weggenommen. Das ist etwas, das hätten wir gerne zu verhindern gewusst oder zumindest wirklich einfach die Möglichkeit gehabt, hier zu agieren. Ob es klug gewesen ist, spieltechnisch egal, aber wenn es einfach einem nicht erlaubt ist in dem Moment, über die Spielmechanik, ist das halt ärgerlich. Auch Herzog Eudes, auch ihm würde ich gerne noch irgendwie zurück in die Suppe spucken, da er uns auch einmal sehr das Leben schwer gemacht hat. Aber wir werden mal gucken. Okay, ich glaube, wir brauchen hier niemanden um Hilfe bitten. Das kriegen wir, glaube ich, erstmal alleine hin. Wir sollten das wirklich nur in äußersten Notfällen versuchen. Ah, okay. Oh, hier passiert ja wieder einiges. Einmal konnten wir den Dauphin davon überzeugen, dass wir doch gar nicht so verkehrt sind. Reicht es schon? Nein, acht. Okay, das dauert noch einen Moment. Eine Fraktion hat sich aufgelöst, da Herzog Louis verstorben ist. Das ist natürlich traurig. Und in den letzten Tagen noch einen Bart bekommen. Gute Louis. Okay. Herzog Etienne ist jetzt hier. Und auch er hat noch einen Anspruch auf das Königreich Italien. Interessant. Das ist wirklich noch eine interessante Sache. Okay. Das können wir alles mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, okay. Hier werden jetzt die Schlachten geschlagen. Nee, brauchen wir nicht. Hier unten wird belagert von Jarl Hastein, diesem Jüngling hier. Diesem Achtjährigen. So, okay. Da haben wir schon mal die erste Armee davongejagt. Hier oben auch die zweite. Ist hier irgendwas Interessantes passiert? Galtieri wurde erschlagen, ein asatruischer Fränke. Oh, auch ein echter Hühner. Oh, Berserker. Oh, ganz gut, dass wir den weggehauen haben. Okay. War noch eine Menge Ritter drin. Noch einen verwundet und bei uns ist nichts passiert. Ah, gut, gut, gut. Okay. Dann würde ich sagen, Graf Steffen von Lüttich führt diese Armee. Das finde ich eine ganz gute Sache. Marschiert er erstmal runter hier. Oder belagert er was? Ach, vielleicht könnte er auch einfach erstmal hier Köln belagern. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Achso, ja, wir hätten uns natürlich auch noch ein neues Interesse aussuchen müssen. So, das wollen wir mal gerade schauen. Stadtplanung, Kriegsgrund, Kasernen, Motten, Antrittsplätze. Wann ist es denn soweit? Eine brauchen wir noch, um irgendwann vorzuschreiten. Vielleicht nehmen wir dann doch den Kriegsgrund. Ich glaube, alles ist hier ungefähr gleich relevant für diesen König. Für eine Entscheidung von Karloman hier. Und von daher glaube ich, hier fortzuschreiten in der Entwicklung ist das höchste Ziel. Und damit wäre Kriegsgrund jetzt gerade das, was am sinnigsten wäre. Machen wir das mal so. Okay, was ist das so? In dieser Auseinandersetzung
Auch nicht viele Verluste. Keine Verletzten auf unserer Seite. Hier wurde einer verletzt. Einer starb, aber nicht in diesem Gefecht, scheinbar kurz danach. Vielleicht sogar auf dem Schlachtfeld, vielleicht glorreiches Ende für einen asatruischen Nordmann im Felde. Einfach den Herzinfarkt zu sterben. Okay, ja, okay, wir beobachten das erstmal weiter. Ich denke mal, wir werden jetzt hier belagern. Hier schließen sich die zwei zusammen. Bruder Prinz Charles von Grafschaft Briege greift Graf Gerard von der Grafschaft Orleans an. Den briesischen Anspruch. Eieieiei. Unser Halbbruder versucht jetzt das Gebiet unseres ältesten Halbbruders zu erobern. Und zwar für seine Zwecke. Auch interessant. Aber ich glaube, da werden wir jetzt gerade nicht eingreifen. Hier läuft bald ein Waffenstillstand aus, einige Belagerungen, das ist okay. Was ist hier schon wieder? Hier sind Plünderer unterwegs. Ich kann die Biografie lesen. Ach so, von Prinz Louis dem Jüngeren. Ach Leute, kommt, das machen wir mal. Das ist eine Modifikation, die so alles Mögliche zusammenfasst, was Wichtiges im Leben eines großen Charakters passiert ist. Und dieser scheint so da herausstechend zu sein, dass wir uns das mal angucken können. Vielleicht lesen wir so in den Abendstunden, vorbereitend für eine Rede, die wir auf der Beerdigungszeremonie von Herzog Louis halten werden, was er alles Großes erreicht hat. Ah, okay, und leider steht da dann nur erst ab dem Punkt, wo ich die Mod hatte und nicht, wo ich schon... was schon vorher alles in seinem Leben passiert ist. Aber hätte natürlich gestanden, dass er ein großer König gewesen ist, der leider sein Königreich verloren hat. Aber so steht hier nur, dass er quasi melancholisch geworden ist und irgendwann starb. Naja, okay. Schön. Dann können wir das mal ausblenden. Gut. Zeit läuft weiter. Ja, es läuft wirklich nicht gut für diesen König Rudolf. Er hat sich da absolut übernommen. So. Ah, hier, er aus Troyes greift den Herrn hier aus Oberlothringen an. Es geht da um das Herzogtum von Poitiers. Wo ist das denn? Ah, okay. Er versucht hier. Das ist natürlich nicht so toll. Ah, dann würde das Gebiet nämlich in die aquitanischen Hände fallen. Oh, das wäre natürlich wirklich nicht schön. Hoffen wir mal, dass er da sich nochmal geschickt verteidigen kann. Okay, und ich glaube, jetzt haben wir hier Köln besetzt. Ziehen wir doch mal mit unserer Armee wieder zurück nach Lüttich. Sehr schön. Egil, Sohn und Erbe von Jarl Ingolf, den konnten wir gerade gefangen nehmen. Das gibt uns richtig viel Punkte im Krieg. Der ist eigentlich so gut wie gewonnen. Ich glaube, da haben wir schon fast alles in sicheren Händen. Dann würde ich aber trotzdem sagen, wir verbinden nochmal unsere Armeen und marschieren dann diesen Armeen hier unten entgegen. Die aber auch schon auf der Flucht sind nach ihrer Eroberung hier in Luxemburg. Die werden wir auch hier abfangen können, oder? Hier hoch nicht. Wir müssen so herummarschieren. Mal schauen. Ja, hier kriegen wir sie. Und da kommt es zur Schlacht. Oh, und... Ach, du Heiliger. Jetzt ist natürlich auch was ganz Interessantes passiert. Jarl Hastein ist verstorben. Unter mysteriösen Umständen. Oh, der wurde doch sicherlich ebenso wie sein Vater auch schon von einem der Onkel jetzt getötet, oder? Bin ich mir relativ sicher. Hat hier Jarl Ingolf ein übles Spiel gespielt? Denn jetzt gehört ihm doch das alles, oder? Nee, wem gehört denn das jetzt? Nein, hier Jarl Styrbjörn, der war's. Der hat diese ganzen Gebiete jetzt erobert.
Er ist auch ein ehrgeiziger Typ. Ein gieriger Mann. Ein Trunkenbold. Der sah auch schon so verschlagen aus, ganz ehrlich. Okay. Gut, wir gewinnen erstmal hier die Schlacht, steigen auf 96%. Marschieren nach Hengau. Hier lassen wir einfach mal nur so eine Belagerungsarmee. Und marschieren mit dieser Armee, der feindlichen Armee hinterher. Das Ding ist eigentlich gelaufen. Das sollten wir eigentlich gewinnen. Schade, die Beeinflussung hat hier nicht weiter funktioniert. Können wir hier noch irgendwas Entscheidendes reißen? Ah, hier werden wir noch mal eine kleinere Schlacht führen. Sehr schön. Okay, das hätten wir erledigt. Damit werden wir Brabant befreien. Wir lösen die Armeen auf und dann haben wir auch erstmal wieder eine Menge Gebiete, die wir vergeben müssen. Ja. Okay, Jarlsdyrbjørn ist jetzt natürlich das neue Ziel. Der ist allerdings wesentlich mächtiger. Ich denke mal, da wird er dem Graf Geoffroy doch sicherlich einiges entgegenwerfen können. Ja, mal gespannt, ob er dieses Gebiet hier hält, weil wir würden es doch ganz gerne holen. Das hatten wir uns doch gerade so gut ausgemalt. Okay. Wir haben jetzt hier die Gebiete. Wie sieht das denn jetzt hier oben mit Jarl Harald aus? Katholisch-Nordisch steht ja gerade für das, was wir eigentlich gesagt haben. Nee. Oh Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr es hören könnt in der Aufnahme. Hier ist gerade ein richtig krasses Gewitter unterwegs. Ah, richtig laut gedonnert gerade. Okay. Ihr seid nicht sein rechtmäßiger Lehnsherr, ja, und sein Reich ist fern von eurem. Ne? Aber wir haben doch mittlerweile auch so ein bisschen Grenze zu dir. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht könnten wir ihn hier irgendwie im Sinne des katholischen Glaubens auch für unsere Zwecke gewinnen. Graf Torbjörn von Guinness ist mittlerweile hier wieder eingekehrt. Ja, dem werden wir auf jeden Fall dieses Gebiet da oben wieder wegnehmen, falls es nicht sogar der Herzog hier selber schaffen könnte. Aber vielleicht agiert er noch. Mal gucken. Okay, jetzt erstmal Gebiete verteilen. Und vielleicht ist es doch durchaus jetzt an der Zeit, dass wir mal unserem Sohn, Prinz Louis, hier mittlerweile 12 Jahre alt, auch mal Gebiete anvertrauen. So, und zwar das Jarltum Brabant ist die Grafschaft Brabant natürlich das größte, beziehungsweise der Hauptsitz. Und welches sind dann noch so hervorstechende? Cambrai ist gut ausgebaut. Hier haben wir eine Stadt. Antwerpen ist noch nicht so stark. Okay, dann hätte ich jetzt gesagt, wir geben unserem Sohn Titel vergeben. Kann jetzt hier gerade gar nicht sehen, was er maximal halten darf an Gebieten. Aber ich denke mal, mit zweien ist er, da kommen wir noch klar mit. So. Die Grafschaft Brabant. Und das hier ist doch am ausgebauten. Eine Stadt und auch hier so ein Bistum. Ah, die Erbteilung erlaubt dies nicht. Okay. Dann Hengau. Diese beiden Gebiete wird er jetzt hier bekommen. So. Jetzt haben wir noch zwei Gebiete, die wir vergeben müssen. Haben wir jetzt hier irgendwen mal in letzter Zeit sich hervortun sehen?
Wer ist er denn hier? Ah, okay. Ah, von Tonnerre. Ach, von unserem ehemaligen Ratsmarschall Graf Raubart, dem Grausamen. Mittlerweile auch schon. Oh mein Gott, der hat sogar. Was? Er hat zwei richtige Brocken hier niedergemacht. Graf Budli, den Grausamen. Von Antwerpen selbst sogar. Ja, dann ist es natürlich vortrefflich, dass wir sagen, Graf Engorath, ihm steht es hier durchaus zu, dass er Antwerpen über Anspruch bekommt. Er hat sich in seiner ersten großen Schlacht, 17 Jahre jung, als ein echter Franzose kristallisiert. So, Titel vergeben, Antwerpen. Das soll er natürlich bekommen. Sehr schön. Das hat er sich wirklich verdient. So. Haben wir noch irgendwen Wichtiges hier? Steffen von Lüttich hat natürlich jetzt auch eigentlich gute Dienste hier geleistet, aber. Nee, Cambrai ihm jetzt noch zu geben. Dafür, da ihr, das ist, das passt irgendwie nicht. Nee, 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 nee. Agfried ist jetzt auch schon lange Jahre hier in unseren Diensten. Was hat er denn schon so vollbracht? Ach, oh Gott, irgend so einen alten Mann erschlagen in der Schlacht. Nichts, womit man sich eigentlich rühmen könnte. Außerdem ist er ein böser Rohling, eigentlich auch kein so angenehmer Zeitgenosse. Graf Angers, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Stimmt ja. Ja, denn der hat ja hier diese Liebelei mit unserer Schwester. Der hat ja ihre Ehre genommen. Da werden wir uns gleich mit auseinandersetzen, denn wir können jetzt ja hier so ein bisschen unsere Autorität erhöhen. Und ich denke, wir werden da so ein bisschen aktiv werden. So, Graf Hildebrand von Chalon. Gott, okay, nein, eine Frau nur hingerichtet. Graf Aimar von Isodun. Warum eigentlich nicht? Da bleibt es auch so ein bisschen wieder in der Familie. Oder geben wir hier unseren Geschwistern? Unser Bruder hier, der war doch letztens. Genau. Ja. Ich kann mich erinnern, da war doch was. Da haben wir uns doch ganz gut auch mit ihm unterhalten. Der war sehr angetan von uns. Und ich glaube, da werden wir doch jetzt einfach mal. Prinz Charles scheint sich selbst hier schon versorgen zu wollen. Dann wird Gauslin hier nochmal mit einem weiteren Lehnver versehen. Titel vergeben, Cambrai. So. Damit die auch über alle schön zufrieden sind. Jetzt schauen wir mal gerade noch ins Gefängnis rein. Clothar, ist das irgend so ein Niederer, der hier unter Jarl Ingolf gearbeitet hat? Katholisch, fränkisch. Nee, also der darf gerne noch ein bisschen da einsitzen. Und Rudolf Torvinsen, Fäse. Ja, hier wieder ganz nach dem Willen bekehren, rekrutieren, freilassen und nach Freilassung, sehr schön. Gibt es derzeit ein Tor? Ah, okay, der ist. Den entfernen wir natürlich und dann wird er an einen unserer Ritter übergeben, dass der ihm lehrt, wie wir hier christlich miteinander umgehen. Vermächtnisse in Versform. Meine Bekanntschaft Graf Toste hat ein neues Werk verfasst und es bei Hof für die jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erinnerungen und die Frage, was von uns bleibt. Und Toste hat es öffentlich mir gewidmet. Zeit voll Vermächtnis. Kein Mensch muss den letzten Abschied scheuen, auch wenn es zerreißt die klagenden Getreuen. Nur selten gesteht sich ein Menschenkind, dass man so manch falsches Lied über ihn singt.
Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist so drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren könnte. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, was er mir mit diesem Gedicht sagen möchte. Irgendwie sagen, dass wir vielleicht ein bisschen demütiger sein sollen. Oder dass wir bald irgendwie hinüber sind. Ich weiß es auch nicht. Wie hoch? Oh Gott, nee. Nee, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Und dann auch noch von so einem asatruischen Norden. Nordischen, nee. Tatsächlich scheint er sich aber geehrt. Nun gut, okay. Er ist nochmal schwanger geworden. Das ist natürlich auch wieder eine interessante Sache. Okay. Kujata-Kujatit. Aus dem Hause Kujatit. Mit wem bist du denn da befreundet? Okay. Ja, Leute. Ich glaube, wir sind mal ganz passend rechtzeitig hier ans Ende dieser Folge angekommen. Hier gibt es zwar noch eine ganze Menge Dinge, die wir erfüllen können und um die wir uns kümmern könnten. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Es geht ja auch immer noch darum, dass wir hier diesen Dauphin Wilhelm davon überzeugen, dass es doch schöner ist, eigentlich wieder im Westfrankenreich zu leben. Außerdem müssen wir Torbjörn nach seinem kurzen Sieg doch mal direkt wieder eine miese Niederlage zufügen. Und es wird vielleicht auch ein bisschen Zeit dafür zu sorgen. Mit unserer begrenzten Lehnsautorität haben wir dann endlich die Mittel, jemanden einzukerkern. Recht und Unrecht zu vergelten. Unrecht definitiv das, was Graf Gerold unserem Bruder angetan hat. Also da bin ich wirklich geneigt, irgendwie so ein bisschen Rache auch durchzuführen. Wir werden es sehen. Also, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu kommentieren und zu abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Syrakus.